Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen, SDP-Vorlesung Episode 5. Wir machen heute weiter beim Programmieren. Ich habe erstmal ein bisschen Sachen, die wir letztes Mal irgendwie ein bisschen komisch gemacht haben, und die wollen wir heute mal berichtigen, weil ich euch ja nichts beibringen will, was irgendwie suboptimal ist. Deswegen wechseln wir mal hier hin. Der allererste Punkt ist, ich habe schon ein paar Mal erzählt, wie blöd ich eigentlich Static finde und alles. Und dann habe ich es einfach selber benutzt, nämlich hier ein paar Mal. Muss aber gar nicht sein, das können wir hier überall löschen. Das ersetze ich einfach mal. Das kann man sich hier sparen. Und solltet ihr auch, ich habe schon ein paar Mal gesehen, manche Leute benutzen dann hier einfach diese Methoden in diesem Main-Modul, als ob man die einfach so benutzen könnte. Die sind aber dafür nicht gedacht, die sollen nur von dem Dagger benutzt werden und nicht von euch. Deswegen machen wir das nicht static, damit da nicht mal jemand in Versuchung gerät. Außerdem gibt es hier dieses Singleton. Und das habe ich letztes Mal hier einfach so reinkopiert und nicht erklärt, wofür das gedacht ist. Und außerdem habe ich das an zwei Stellen vergessen. Dieses Singleton bedeutet, dass dieses Retrofit, diese Instanz, hier die, oder besser gesagt auch die Methode, dass das nur einmal gemacht wird. Also da wird nur einmal eine Instanz angelegt und diese ganze Geschichte wird nur einmal aufgerufen. Das gleiche kann man auch hier machen, bei dem User-API-Service und dem Auf-API-Service. Das hat einfach Performance-Gründe. Also wenn man das dazu macht, dann wird das halt nur einmal gemacht und nicht jedes Mal, wenn ihr irgendwie einen Controller anlegt oder einen Service oder so. Die würden normalerweise ohne das Singleton jedes Mal hier diese Methode irgendwann aufrufen und dann halt hier dieses Create machen. Das dauert ein bisschen, dieses Retrofit muss irgendwie erst eure ganzen Annotations verifizieren und so. Und das können wir uns sparen, indem wir hier Singleton dran machen. Da nochmal ein Wort dazu, was überhaupt dieses Singleton ist. Also wie schon gesagt, das bedeutet einfach nur, dass es ein einziges Mal angelegt wird. Aber eigentlich ist Singleton an sich, wenn man danach googelt, das ist eins von den Design-Patterns. Und das ist aber eigentlich ein Anti-Pattern. Also das soll man eigentlich vermeiden in seinen Anwendungen. Jetzt gibt es das hier aber trotzdem. Was eigentlich damit gemeint ist, dass man das vermeiden soll, sind so Sachen wie, ich lege jetzt mal hier eine neue Klasse an, MySingleton. Und hier könnte man jetzt zum Beispiel so MySingleton Instance oder sowas machen. Das ist ein ganz häufiges Muster bei diesen Singletons. Und das ist aber schlecht, weil damit hat man eigentlich immer einen globalen Zustand. Das ist nichts anderes, als würde ich mir eine globale Variable anlegen, die halt hier jetzt nicht mehr verändert werden kann. Aber wenn ich jetzt hier irgendwelche Sachen reinmache, die man verändern kann, zum Beispiel, sagen wir mal, User Token oder so, dann habe ich sofort globalen Zustand. Also das ist nichts anderes, als wenn ich das static gemacht hätte und public. Und das will man eigentlich nicht. Und die Dagger-Götter haben sich jetzt überlegt, okay, wir wollen trotzdem sowas Ähnliches anbieten. Es gibt Dinge, die haben einfach keinen Zustand. Da ist es dann auch kein globaler Zustand, wenn es keinen Zustand gibt. Und da gehören zum Beispiel diese API-Services dazu. Die verändern nichts, die tun eigentlich, die haben keine Klassenvariablen oder so. Und deswegen kann man die problemlos nur einmal anlegen in der Anwendung und dann wiederverwenden. Okay, jetzt gehe ich mal kurz hier hin. Also hier, ganz wichtig, Singleton hinzufügen und static löschen. Gut, dann habe ich noch eine andere Sache, und zwar wollte ich noch mal was zu den Dependencies ganz allgemein sagen. Dependencies ändern immer mal ihre Version. Und normalerweise ist man als Entwickler dafür zuständig, diese Versionen aktuell zu halten. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass man hier dieses Dagger von 2.35.1 auf 2.41 aktualisiert, weil, wer weiß, vielleicht haben die da tolle neue Bugs gefixt oder neue Features hinzugefügt. All diese Dinge, deswegen sollte man das aktuell halten. Und früher war das immer so, dann ist man hier in BuildGradle gegangen und hat hier die Version angepasst. Zum Beispiel könnte ich jetzt hergehen und hier 2.41 reinschreiben. Das ist aber nervig und das muss ich jetzt hier dreimal machen, das ist irgendwie blöd. Keinen Bock darauf. Deswegen haben die IntelliJ-Götter sich gedacht, wir machen da so ein extra Tool-Window für. Und das befindet sich hier. Und hier kann man Upgrade All machen und dann werden die alle automatisch hier auch an den Stellen aktualisiert. Und vor allem sind die Warnings weggegangen. Bestimmt ist euch schon mal aufgefallen, dass hier immer diese Kommentare sind. Hier die. Die mache ich eigentlich immer da rein, weil wenn man hier diese Ansicht nicht hätte, dann könnte man hier draufklicken. So, und dann kann ich mir hier auch die Version angucken. Das ist auf dieser Maven-Repository-Seite. Und dann geht man hier halt drauf
und kann hier den Block kopieren. Deswegen ist hier ist auch dieser Kommentar immer schon drin. Also wenn ihr Dependencies hinzufügt, dann könnt ihr zum Beispiel immer hier suchen, weiß ich nicht, org testfx oder so, und da findet ihr die Sachen auch. Wenn nicht anders in den zum Beispiel in den GitHub-Seiten, von denen erklärt ist. So viel zu meiner Restekiste. Ich lösche jetzt mal dieses Singleton hier und committe das Gerät mal. Dependencies and services, whatever. Okay, jetzt geht's weiter. Wir haben eben diese Singleton genommen und das brauchen wir jetzt auch mal wirklich, also diese Annotation. Und zwar möchten wir uns immer, wenn man sich anmeldet, dieses Token merken. Wir brauchen dieses Token, um weitere HTTP-Anfragen zu schicken an den Server. Insbesondere um uns zum Beispiel die User zu schaffen oder um unseren eigenen User zu bearbeiten oder eigentlich für alle möglichen Endpunkte. Ihr habt ja in der Server-Doku gesehen, da gibt es überall hier diese Schlösser. Und hier in dem Swagger löst man das, indem man hier das Token einfügt. Aber das geht natürlich nicht so ohne weiteres mit dem Retrofit. Dafür gehe ich jetzt nochmal kurz hier rein. Da gäbe es eine Möglichkeit, man könnte diesen Header, also diesen Authorization Header, der da eigentlich benutzt wird, hier mitgeben, indem ich zum Beispiel, beim Login macht es keinen Sinn, ich mache mal hier eine neue, so, nämlich get users. An der Stelle will ich auch nochmal eine andere Sache erklären, und zwar habe ich das letzte Mal nicht gezeigt, wie kann man hier Parameter übergeben, also zum Beispiel eine ID. In der Server-Doku sind ja hier immer diese Platzhalter für die ID und die kann man auch genauso in Retrofit machen. Nämlich mit den geschweiften Klammern. Das ist auch wieder, gib mir einen User, find one. Das kriegt natürlich kein Body, weil es ist ja ein Get-Request. Und dafür brauche ich aber diese ID und da schreibe ich dann @path. So, ID. String ID. So, und jetzt kann ich diese Methode aufrufen und dann eine ID übergeben. Zu dem Header jetzt nochmal, wenn ich den hier mitgeben wollte, würde ich hier schreiben @header und dem gebe ich dann den Namen Authorization. Und wenn ich das jetzt aufrufen will, dann sagen wir mal zum Beispiel hier, ich schreibe das jetzt einfach mal hier mit rein, weil ich gerade keine neue Methode anlegen will. User API Service.findOne, da würde ich hier irgendeine ID übergeben. Und als Header müsste ich jetzt hier zum Beispiel übergeben Bearer. Das ist einfach die Art und Weise, wie das kodiert wird. Das ist eine ganz häufige Sache. Da könnt ihr mal nach Google Authorization Bearer. So macht man das halt. Und hier würde man dann diesen Aufheader übergeben. Ich zeige euch den mal hier nochmal. So. Execute, das ist dieser hier, das Access-Token. Ups. So, und so müsste ich diesen Aufruf machen. Also der würde natürlich vielleicht eher in so einer Variable drin stehen, aber so könnte man das machen. Das ist aber voll nervig, weil wenn ich jetzt hier diesen Header jedes Mal mit reinschreiben muss, in jeden einzelnen Endpunkt, dann ist das wieder so Duplizierung von Code und das mag ich nicht. Und außerdem vergisst man den dann auch mal gerne oder man weiß nicht, wo man den herbekommt. Deswegen benutzen wir jetzt ein anderes Feature von Retrofit und das nennt sich ein Interceptor. Da muss ich mal kurz in meine Musterlösung gehen. Jetzt gehen wir nämlich wieder in das Modul. Das machen wir mal hier. Den behalten wir mal. Wir machen nochmal das hier rückgängig. In das Modul. Und hier benutzen wir jetzt diesen einen Call, der hier letztes Mal schon war, den ich wieder weggelöscht habe. Und zwar hier brauchen wir einen Client von OKHTTP. Retrofit benutzt intern eine andere Library, die heißt OKHTTP. Damit könnte man an sich auch HTTP-Anfragen losschicken, so ähnlich wie mit Unirest. Aber wir benutzen ja Retrofit, weil das so cool ist und deswegen benutzen wir dieses OKHTTP nur so ein bisschen für interne Dinge. Den nenne ich jetzt Client. Und den muss ich natürlich jetzt hier wieder providen. Weil der nicht einfach so anlegbar ist, muss ich hier das in dem Modul machen. Dafür nehme ich jetzt diese Methode.
So. Und außerdem brauchen wir gleich einen Token Storage. Wir brauchen eine Möglichkeit, uns dieses Token abzulegen. Und deswegen war ich auch vorhin bei dem Singleton, weil genau das Ding muss jetzt Singleton sein. Den mache ich in den Service-Ordner. Token Storage. Der soll Singleton sein. Und dieser Token Storage, ja, der soll eigentlich nur mir dieses Token ablegen. Also das mache ich jetzt auch wieder ganz schön mit Getter und Setter, weil das veränderbar sein soll. Aber mehr soll der nicht können. Hier kann ich den injecten. Und den mache ich mir jetzt zunutze für diesen Interceptor. Man macht hier erstmal so einen OK-HTTP-Client. Wie genau, also das ist auch nicht wirklich wichtig, ne? Das könnt ihr auch so übernehmen. Ein OK-HTTP-Client kriegt einen Interceptor. Ein Interceptor ist ein Stück Code, das läuft jedes Mal, wenn eine HTTP-Anfrage losgeht oder gemacht wird. Man kann sich da so ein bisschen in diese Verarbeitung, in die interne Verarbeitung von dem OK-HTTP einklinken mit dem Interceptor. Und das mache ich hier. Und zwar, immer wenn eine HTTP-Anfrage kommt, wird dieser Lambda-Ausdruck aufgerufen. Und dann frage ich erstmal diesen Token-Storage, ob er einen Token hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich hier Proceed. Man kann prinzipiell mehrere Interceptor definieren und die bilden dann eine Kette. Und deswegen steht hier Chain. Und bei einer Kette kann man sagen, ich möchte jetzt weitermachen, nämlich mit Proceed, mit dem nächsten Glied in der Kette. Was das jetzt ist, weiß ich nicht genau, weil ich habe ja nur einen Interceptor. Aber das braucht man auf jeden Fall, um die Anfrage dann am Ende loszuschicken. Wenn man das weglässt, dann wird die möglicherweise verschluckt. Da könnte man die auch abbrechen. Mit Chain Request kann ich mir die Anfrage selber nochmal holen. Wenn ich aber einen Token habe, also hier unten bin, dann möchte ich eine neue Request erstellen. Also Request ist hier eine Klasse von OKHTTP. Das definiert halt so die URL und die HTTP-Methode und so weiter. Nicht so wichtig. Ich will mir davon nämlich nur eine Kopie erstellen und da einen Header hinzufügen, nämlich diesen Authorization-Header. Und hier Bearer und das Token übergeben. Und dann mache ich mit Build, erstelle ich diesen Request. Und dann übergebe ich an diese Kette den neuen Request. Also jedes Glied in dieser Interceptor-Kette kann quasi dem Request irgendwelche Header hinzufügen oder irgendwelche anderen Dinge ändern. Das könnte zum Beispiel auch sein, man fügt einen Proxy hinzu oder man fügt, weiß ich nicht, man fügt einen Query-Parameter hinzu. Oder all diese Dinge kann man hiermit machen. Und wir brauchen das aber nur für den Header. Und dadurch, dass ich das jetzt gemacht habe, hier diesen Client angelegt und den hier übergeben habe, wird immer von dem Token Storage dieses Token genommen und in meinen Anfragen weiterverwendet. Und das machen wir uns jetzt zunutze, indem wir jetzt nochmal eine andere Ansicht definieren, nämlich die Lobby-Ansicht. Moment. Bevor wir das aber machen, machen wir einen kleinen Umbau. Und zwar, das committe ich jetzt nochmal, Token Storage und Interceptor. Was wollen wir jetzt machen? Ich habe letztes Mal gesagt, diese Calls von Retrofit, diese hier, die sind nicht nur nervig zu benutzen, also so wie wir sie hier in dem Login-Service benutzt haben, sondern die sind auch nervig zum Testen. Man kann nämlich nicht ohne weiteres so einen Call erstellen oder vorgaukeln. Wir wollen ja später Tests schreiben und dafür müssen wir, damit der sich nicht mit dem Server verbinden muss, müssen wir irgendwie diese Calls vorgaukeln, also diese Objekte. Und das ist aber schwierig und deswegen steigen wir jetzt komplett um von diesen Calls auf was ganz anderes, nämlich auf Observables. Diese kommen aus einer Library namens RxJava. Dafür brauche ich wieder eine Dependency, nämlich diese hier. Also das hier ist RxJava. Da gibt es extrem viel Dokumentation. Also dieses Rx steht für Reactive und dieses RxJava gibt es auch für ganz viele andere Programmiersprachen, nämlich zum Beispiel für JavaScript und so. Weil das halt so eine super beliebte Technik ist, haben die natürlich auch super viel Doku dazu. Die findet man hier. Die ist auch in der Technologietrickkiste. Und hier ist auch super gut erklärt, wie man damit arbeitet. In diesen Reactive-Programmierbibliotheken geht es immer darum,
dass man mit Observables arbeitet, und Observables sind immer eine Art Fluss von Daten, also ein sowas ähnliches, man kann sich das so ähnlich vorstellen wie einen Stream, nur dass da irgendwelche Operationen drauf arbeiten, die diesen Datenfluss verändern. Und hier in der Dokumentation ist immer super gut erklärt, wie das abläuft. Hier gibt es so Diagramme, die nennen sich Murmeldiagramme, weil eben hier die Daten immer mit so Murmeln repräsentiert sind, und dann gibt es diese Operatoren, und auf der anderen Seite sieht man dann, wie dieser Datenfluss verändert wurde. Und ich zeige euch gleich mal ein paar von diesen Operatoren, weil wir die benutzen wollen. Wenn ihr da irgendwelche neuen findet, dann könnt ihr die da in der Doku nachlesen. So, also erstmal die Dependency. Wie gesagt, hier muss man dann immer nochmal Refresh machen. Und dann brauche ich diese Zeile, die ich letztes Mal auskommentiert habe, nämlich dieses Call Adapter Factory. Das ist jetzt auch wieder so ähnlich wie mit diesem JSON-Converter. Nur dieses JSON-Converter war halt dafür zuständig, uns die Formate zu konvertieren von Objekten zu JSON. Und dieser Call-Adapter ist jetzt dafür da, uns das Ergebnis zu konvertieren, nämlich dass es kein Call mehr ist, sondern ein Observable. Und ich lasse jetzt mal dieses Create-Async weg fürs Erste. Damit mache ich jetzt synchrone Observables. Wir sehen uns das gleich mal an, wie das dann aussieht. Dafür muss ich jetzt hier überall statt Call Observable schreiben von RxJava und auch hier das gleiche. Der Vorteil davon ist, man macht sich jetzt eben nicht mehr von diesem Call abhängig. Also man kann jetzt diese Methode benutzen und auch überschreiben zum Beispiel oder implementieren selber, ohne dass man irgendwie Retrofit benutzt. Also man könnte dieses ganze Interface implementieren, ohne überhaupt eine Retrofit-Dependency zu haben. Jetzt mal abgesehen von diesen Klamaufen. Okay, jetzt ändert sich natürlich auch hier, wie ich das aufrufe. Natürlich nicht mehr mit NQ. Das gibt es ja jetzt nicht mehr, ist ja kein Call mehr. Stattdessen benutzt man jetzt hier etwas anderes, nämlich Subscribe. Und Subscribe ist immer so eine Art, da kann ich immer auf diesem Observable einen Callback hinterlegen. Genau genommen mehrere Arten von Callbacks. Ich kann hier nämlich immer einen Callback definieren, was aufgerufen wird, wenn ich ein Ergebnis erfolgreich bekomme. Also in unserem Fall, wenn das ein 200er Statuscode ist. Ich kann aber auch einen Callback definieren, das nur dann aufgerufen wird, wenn ein Error geflogen ist. Und das mache ich jetzt hier mal. Nämlich schreibe ich hier zum Beispiel Result. Was stand denn hier eigentlich vorher? Ach ja, das will ich dann an dieses Callback übergeben. Ich kann wahrscheinlich hier sogar direkt schon dieses Callback übergeben. Nee, kann ich nicht. Ist aber nicht schlimm, weil das hilft mir nicht viel. Normalerweise macht man in diesem Service hier überhaupt gar nicht so eine Void-Methode mit einem Callback. Dieses Observable ist immer dafür schon gedacht, dass ich das auch weiterreichen kann. Also das kann ich durch die Schichten meiner Anwendung durchreichen. Insbesondere auch in die Schicht, wo ich meine Controller habe. Deswegen gebe ich jetzt das hier einfach zurück. Jetzt kann man sich natürlich wieder sagen, okay, diese Login-Methode gibt eigentlich nur den Call weiter. Es ist aber immer noch sinnvoll, den Service zu haben. Und zwar, warum, zeige ich euch gleich. Trotzdem machen wir jetzt hier mal Login-Result, wird zurückgegeben. Man könnte nämlich zum Beispiel jetzt, wenn man dieses Login-Result eigentlich gar nicht haben will, sondern nur zum Beispiel den, sagen wir mal, den Benutzernamen, könnte ich das hier zu einem String ändern. Und dann ist das hier natürlich nicht mehr kompatibel. Aber jetzt kommen diese Observables ins Spiel und vor allem die Operatoren. Es gibt einen Operator, der heißt map. Damit kann ich jedes Ergebnis, was über dieses Observable reinkommt, umwandeln zu irgendeinem anderen Ergebnis. In unserem Fall würde ich dieses Result umwandeln zu dem Namen davon. Jetzt sagt er hier wieder, kann man mit einer Methodenreferenz ersetzen. Kann man machen, wenn ihr das besser versteht. Könnt ihr das aber auch nicht machen. So, jetzt muss ich aber wieder in meinen Controller rein, weil hier sagt er jetzt, dieses Login, warum sagt er das eigentlich so komisch? Value is never used. Keine Ahnung. Also dieses Login hat jetzt nicht mehr den Callback. Habe ich den gelöscht? Ja. Stattdessen brauche ich jetzt hier das Subscribe. Und zwar
Kann ich das jetzt hier hinschreiben? Und natürlich auch wieder in einem Lambda-Ausdruck. Hier sagt er jetzt wieder irgendeine Warning, das erkläre ich euch gleich, warum es die gibt. Da steht, dass das nicht abgespeichert wird. Eigentlich braucht man für diese Observables und auch für diese Subscription immer eine Art und Weise, wie man die abmeldet. Das ist bei diesem HTTP-Request jetzt egal, weil das so ein One-Off-Ding ist. Also den schicke ich los, irgendwann kommt ein Ergebnis an und dann wird dieser gesamte Observable und alles, was da dran hängt, das verfällt dann einfach. Also das ist dann auch irgendwann weg, wird zum Beispiel Garbage Collected. Das ist aber nicht der Fall bei solchen Observables, die länger mir irgendwelche Daten geben. Also dieses Observable speziell, dieses Login, das gibt mir einmal, sobald dieser HTTP-Request fertig ist, gibt es mir ein Ergebnis und ruft das, also diesen Lambda-Ausdruck auf. Aber es gibt auch welche, die können das mehrmals aufrufen. Deswegen ist das hier auch, in dem Beispiel sind es auch mehrere Daten, die da durchfließen, durch diesen Datenstrom. Ich zeige euch dann später, ich weiß nicht, ob das heute noch zu schaffen ist, aber irgendwann zeige ich euch noch, wie das mit dem WebSocket geht. Und da kommen dann unendlich lange irgendwelche Events an. Und irgendwann interessieren die euch aber nicht mehr, weil ihr die zum Beispiel nicht mehr anzeigen könnt, weil dieser Bildschirm nicht mehr geöffnet ist und dann macht man so einen Unsubscribe. Aber das zeige ich euch dann. So, jetzt kann ich natürlich hier die ID nicht mehr benutzen, weil das Result ist ja nur noch der Name. Ich habe das ja schon umgewandelt. Jetzt gucke ich nochmal hier. Wenn ich das jetzt ausprobiere, können wir ja mal machen. Ah, jetzt hat er hier ein Problem damit. Hier ist was zu viel. Und hier sagt er Token Storage. Missing Binding. Ach so, auch hier bei dem Token Storage braucht man wieder einen Inject-Konstruktor. Aus Gründen. Der halt auch wieder leer ist. So, main. Jetzt hat er noch einen Error. Das ist jetzt aus dem User Service. Da hatte ich auch Execute noch aufgerufen. Wir brauchen das Registrierung jetzt gar nicht mehr, deswegen lösche ich das jetzt einfach mal weg. Okay, also es geht noch und ich glaube, ich kann mich auch noch anmelden. Ja, jetzt hat man auch wieder so ein bisschen gesehen, dieser Button hat sich für einen kurzen Moment und die ganze Oberfläche mit, haben sich aufgehangen. Das liegt wieder daran, dass wir jetzt wieder synchron unsere Anfragen losschicken. Es sieht zwar so aus, als würden wir hier im Login-Controller mit dem Subscribe asynchron arbeiten, aber in Wirklichkeit ist das immer noch wieder synchron. Und das liegt an dieser Änderung, die ich eben hier gemacht habe, dass ich hier das Create Async vergessen habe. Wenn man das macht, werden HTTP-Anfragen über dieses RxJava immer asynchron, also auf einem anderen Thread ausgeführt. Jetzt kommen wir wieder aber in das Problem, wenn wir das jetzt ausführen oder ausprobieren, dass hier diese Exception fliegt von wegen Illegal State not on FX Application Thread. Die habt ihr bestimmt schon mal irgendwann gesehen, dass die Exception, die man bekommt, wenn man das Platform Run Later vergessen hat. Jetzt hatte ich aber auch letztes Mal gesagt, dieses Platform Run Later, das ist voll nervig, wenn man das hier immer noch mal so dazu schreiben muss, in so einem extra Lambda-Ausdruck. Und das schachtelt sich dann immer so blöd. Deswegen gibt es in RxJava, eben weil es diese ganzen Operatoren gibt, auch eine Möglichkeit, wie man einen Operator hinzufügt, der automatisch den Thread wechseln kann. Und das geht mit den meisten Bibliotheken überhaupt gar nicht, aber die haben das dafür eine Möglichkeit und die nennt sich ObserveOn. Da übergibt man einen Scheduler. Dafür müssen wir jetzt gucken, was ein Scheduler ist. Das ist einfach so, so ein Interface, was das RxJava definiert. Oder eine Klasse, besser gesagt. Und ja, das, was genau das macht, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Wir müssen nur wissen, wie wir das benutzen. Und zwar kann man hier Schedulers.from Executor machen. Und da übergeben wir jetzt Plattform RunData als Lambda-Ausdruck. Das ist jetzt erstmal, muss man erstmal jetzt verdauen. Also wir machen jetzt dieses aus dem Plattform RunData, wo wir sonst immer Lambda-Ausdruck übergeben haben, daraus machen wir jetzt selber einen Lambda-Ausdruck. Das geht hier an der Stelle, weil ein Executor ist einfach nur irgendetwas, dem ich eine Aufgabe geben kann und der führt die aus.
Ich kann mal hier drauf gehen, dann sehe ich auch die Implementierung. Also der hat eine Execute-Methode und bekommt ein Runnable. Wie es sich ergibt, ist dieses RunLater auch eine Methode, die ein Runnable bekommt. Deswegen kann man das zu einem Lambda-Ausdruck machen hier. Diesen ganzen Ausdruck, den will man vielleicht nicht überall hinschreiben. Da kann man auch sich vielleicht vertippen oder irgendwas falsch machen oder den vergessen. Den kann man in eine Konstante machen. Und das mache ich mal so. Den nenne ich mal Scheduler. Und diese Konstante, keine Ahnung, warum das hier steht, das ist jetzt so ein Kandidat, den könnte man in so eine Constance-Klasse verschieben. Den kann man jetzt immer benutzen. Scheduler ist ein blöder Name, ich nenne den mal FX-Scheduler oder so. Und damit, wenn ich das jetzt ausführe, kann ich das immer noch machen. Also jetzt geht das wieder. Jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Thread mit diesem Lambda-Ausdruck und das funktioniert wieder. Jetzt könnte man sich überlegen, warum macht man dieses ObserveOn eigentlich nicht in die Login-Methode? Ich kann das ja hier auch hinzufügen. Der Grund dafür ist einfach, dass man in dem Login-Service nicht immer zwangsweise mit irgendeinem JavaFX sprechen will. Ich habe ja schon mal gesagt, hier gehören keine JavaFX-Sachen rein. Das ist nur reine Business-Logic. Und da gehört kein JavaFX hin. Und der Einzige oder die Einzigen, die sich dafür interessieren, dass diese Sachen auf dem JavaFX-Thread aufgerufen werden, sind immer die Controller. Und deswegen sind die Controller auch bitteschön dafür zuständig, dieses ObserveOn mit dem richtigen Scheduler zu machen und dafür sicherzustellen, dass das hier auf dem richtigen Thread läuft. Also das ist eigentlich nur eine alternative Möglichkeit, wie man hier sich dieses Plattform-RunLater sparen kann. Okay, so viel erstmal dazu. Jetzt wollen wir mal noch ein bisschen mehr Logik machen und dafür brauchen wir nochmal einen anderen Operator, nämlich an der Stelle. Wir wollen jetzt immer, wenn jemand sich anmeldet über dieses Login, möchten wir aufgrund unserer Business Logic, die besagt, immer wenn man sich anmeldet, braucht man ein Token, möchten wir hier an dieser Stelle uns dieses Token merken. Und dafür injecte ich hier den Token Storage. Und hier gibt es einen Operator, der heißt doOnNext, glaube ich. Genau. Also immer wenn hier ein Ergebnis reinkommt, dann möchte ich damit was tun, nämlich TokenStorage set Token aufrufen von dem Access-Token, was da drin steht. Also diese Art von Logik, dass immer wenn man Login macht, dass das Token gespeichert wird, die gehört explizit hier rein. Die gehört nicht an diese Stelle. Man könnte jetzt auch hier das abspeichern. Hier habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr, weil ich vorher das Map gemacht habe und das Result verworfen habe und nur den Namen behalten habe. Aber hier gehört das nicht hin. Das müsst ihr euch merken. Das sind immer so Kleinigkeiten, die man vielleicht denkt, ist es eigentlich egal. Aber irgendwann kommt einer daher und macht das Login auf andere Art und Weise und dann funktioniert es nicht mehr. Zum Beispiel, weil man das Login machen will, wegen diesem Remember Me. Da hat man dann vielleicht noch keinen Login-Controller, weil man ja erst entscheiden will, ob man den überhaupt anzeigt. Und wenn man dann diese Logik, dass das Token abgespeichert wird, hier reingepackt hat, dann muss man die an der anderen Stelle duplizieren. Und entweder vergisst man das oder es fällt einem dann noch auf, aber dann in beiden Fällen hat man Code gedoppelt. Und deswegen gehören solche Sachen immer an die richtige Stelle, nämlich hier in den Login-Service. Muss man auch so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln, welche Dinge müssen wirklich UI-Logik sein und welche Dinge sind Business-Logic oder Anwendungslogik. Gut. Okay, jetzt können wir mal die Lobby machen. Erstmal sage ich jetzt hier, jetzt haben sich aber viele Sachen geändert. RxJava and remember token. An der Stelle nochmal eine Information zu dem Singleton. Also wenn ich jetzt bei diesem Token Storage vergessen hätte, dieses Singleton zu machen, dann würde dieser Login-Service an dieser Stelle sich eine neue Instanz von dem Token Storage geben lassen. Und dieser Token Storage wäre dann ein anderer als der hier in dem Modul. Der hier. Das wären dann zwei verschiedene Instanzen.
Einer von denen merkt sich dann immer das Token, aber der andere, bei dem ist das immer null und der schickt das nie mit. Als ich die Demo vorbereitet habe, hatte ich das vergessen, dieses Ad-Singleton. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum der hier reinläuft. Aber es lag einfach daran, dass das zwei Instanzen waren. Und da, an genau dieser Stelle, ist dieses Singleton wirklich wichtig, weil wir wollen nur eine einzige Instanz vom Token Storage in unserer Anwendung haben. Fürs Erste. Okay. Da ist eine Frage, eine kurze Frage. Gibt es einen bestimmten Grund für die Nutzung der Third-Party-Library X-Java Adapter anstatt der eigenen von Retrofit? Ja, ich bin mir nicht bewusst, ob es das eine eigene von Retrofit da an der Stelle gibt. Also das Retrofit hat, soweit ich weiß, keinen Observable. Deswegen braucht man da den Adapter. Das schlagen die aber auch selber vor, dass man den Adapter braucht. Okay. Lobby. Erstmal müssen wir da wieder ein bisschen was vorbereiten. Ich glaube, ich hatte hier schon den User-API-Service, da hatte ich schon Find One. Ich brauche aber eigentlich Find All für die Lobby. Es gibt einen Adapter. Ach so. Ja, also im Chat steht, es gibt noch einen Adapter von Retrofit selber. Vielleicht kann man den auch benutzen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum ich... Ah doch, ich weiß, warum ich den habe. Der Adapter von Retrofit selber, der ist für RxJava 2. Es gibt aber neuerdings RxJava 3 und der von Retrofit wurde noch nicht aktualisiert. Und deswegen habe ich hier diesen Third Party. Ja, dann gibt es den vielleicht inzwischen auch für 3. Also, keine Ahnung, müsst ihr selber nochmal nachgucken. Es ist ja nur für mein Beispiel, ihr könnt selber eure eigenen Dependencies raussuchen. Gut, ich brauche GetUsers. Das gibt mir eine Liste zurück und bekomme natürlich keine ID. Überhaupt braucht das überhaupt gar keine Parameter, weil der einzige, den man hier übergeben könnte, wäre natürlich der Header, aber den machen wir über den Interceptor. So, dieses Call, das mache ich mal hier oben weg. Jetzt brauche ich eine in der User API Service natürlich, in der User-Service-Klasse brauche ich auch wieder eine Methode, die mir die User-Liste zurückgibt. Und auch die gibt jetzt wieder einen Observable. Hallo? Das ist Quatsch. Also, hier gebe ich eigentlich auch wieder nur den Call weiter. Also das mache ich auch wieder nur Return API User API Service Find All. Falls man mal irgendwann hier irgendwas machen muss, keine Ahnung, ihr wollt jedem User-Objekt noch irgendwas hinterlegen oder jedes User-Objekt euch irgendwie nochmal angucken oder irgendwas machen, dann könnt ihr natürlich hier die Operatoren von RxJava benutzen. Das sind sehr viele. Hier kann man zum Beispiel auch so ein Concat machen, da würde man dann mit zwei Observables miteinander kombinieren und die Ergebnisse in eins wieder zusammenfügen. All solche Dinge kann man damit machen. Es gibt hier auch Debounce, das ist auch eine interessante Sache, die braucht man ziemlich oft. Da kann man zum Beispiel, wenn man so Tastaturanschläge mit einem Observable irgendwie einfängt, immer die ignorieren, die schnell hintereinander geschehen. Müsst ihr euch mal angucken, vielleicht braucht ihr das irgendwann. So, ich will das jetzt aber nur weitergeben. Okay, jetzt brauche ich einen Lobby-Controller. Und der Grund, warum ich euch das jetzt zeige, ist zur Vorbereitung für den WebSocket. Wir brauchen gleich etwas, wo wir den WebSocket auch mal so richtig schön benutzen können, nämlich um eine Liste darzustellen, initial, und die dann anhand von den Events automatisch zu aktualisieren. Ihr sollt ja in euren Anwendungen alle möglichen Ansichten und alles und Listen immer automatisch aktuell halten. Vor allem so zum Beispiel die Liste von den aktiven Spielen, damit man, wenn der Kumpel ein Spiel angelegt hat, dass man da sofort beitreten kann oder dass man irgendwo aktualisieren muss. Und dafür ist dieser WebSocket da. So, jetzt mache ich hier wieder diesen ganzen Spaß. Hier mache ich mir den mal auf. Als allererstes brauchen wir hier natürlich wieder in dem Konstruktor den User-Service. Nicht den API-Service, ganz wichtig, den User-Service, weil wir ja immer nur
über den Mittelsmann mit dem Server sprechen wollen. Auch das hat wieder Gründe, dass wir das besser testen können später. Ich glaube, vielleicht schaffen wir es heute noch, aber ich zeige euch dann auch verschiedene Arten von Tests. Und da müsst ihr dann immer eben, wie schon gesagt, den Server wegabstrahieren oder wegmocken oder so. Und das geht so am besten, wenn man das schön in viele Ebenen unterteilt hat. Jetzt machen wir endlich mal was in der Init-Methode. Nämlich rufen wir hier den User-API-Service auf. User-Service. Und machen da auch wieder das Observe. Weil das ist ja immer noch Async. Jetzt habe ich hier die Konstante nicht, deswegen schreibe ich einfach nochmal hier diesen Kram hin. Ihr macht das dann natürlich in richtig. Und wenn der mir meine User zurückgibt, möchte ich gerne damit was machen. Wo legen wir uns die denn jetzt ab? Wir wollen das ja auch mitbekommen. Wir wollen ja auch die Oberfläche anpassen, wenn die User geladen wurden. Das machen wir auch wieder mit einem sowas ähnlichem wie einer Property. Nur, dass wir diesmal keine Property wirklich brauchen, weil wir kein ganzes Objekt immer austauschen wollen, sondern diesmal reicht uns eine Observable List. Da muss man auch wieder aufpassen. Diese Observable List oder auch dieses Observable von Java, das ist nicht das gleiche wie das Observable von RxJava. Das ist was ganz anderes. Das eine, das hat immer nur einen Wert und den kann man beobachten. Und das RxJava ist immer ein ganzer Fluss von Daten, der aber nicht zwangsläufig irgendwo abgespeichert ist. Der kann auch einfach so Fire and Forget-mäßig euch da reingeflogen kommen, diese ganzen Daten, aber die liegen irgendwo in irgendeiner Variable oder sowas. So, Observable List brauche ich. Vom Typ User. Nein, fx Observable Array List. Da legen wir die uns jetzt ab. Und zwar mit Users Set Users. Ah, Users ist ja die Variable aus dem Lambda-Parameter. Ich brauche this.users. Und da gibt es Set All. Damit ersetzen wir die gesamte Liste. Tauschen alles aus, was da drin steht. Ihr könnt hier auch Add All machen. Macht schon einen ganz geringen Unterschied. Warum sagt er jetzt, das ist eine Warning? Könnte man mit einer Methodenreferenz. Hat er recht? Kann ich auch so schreiben. Dann ist das halt kürzer. Falls ihr hier noch irgendwas anderes machen wollt, dann ist das natürlich nicht die richtige Weise. Gut, jetzt müssen wir das irgendwie darstellen, also rendern. Und das mache ich diesmal ohne FXML, weil ich zu faul dafür bin. Ich mache das mit einer ganz normalen VBox. Und jetzt... Ah, und die soll ein bisschen Spacing bekommen. Und die gebe ich dann zurück. Jetzt benutze ich mal das erste Mal diese Listener von diesen Observable-Geschichten von JavaFX. Nämlich mache ich hier Add Listener und hier übergebe ich einen List-Change-Listener. In diesem List-Change-Listener kann man sich verschiedene Dinge angucken. Hier kann man den zum Beispiel fragen, wurde eine neue Liste hinzugefügt oder wurde etwas gelöscht, wurde irgendeine Permutation gemacht, die machen da so ein bisschen so einen Delta oder so einen Diff und gucken halt, was hat sich geändert an der Liste. Für unsere Zwecke wollen wir nur wissen, dass sich überhaupt irgendwas geändert hat. Man könnte das jetzt optimieren. Ich möchte jetzt fürs Erste nur, immer wenn sich irgendwas an dieser Liste ändert, dann möchte ich die komplette Liste neu rendern. Und das mache ich jetzt wie folgt. Ich mache Box, getChildren und hier gibt es auch wieder setAll und jetzt benutze ich auch einen richtigen Stream von Java, nämlich mache ich c getList, so komme ich an die Userliste. Ich könnte hier auch Users schreiben, aber das ist besser als die, wenn man das so macht. Dann mache ich getList. Heute ist aber auch schlecht gelaunt anscheinend. Was ist denn hier kaputt? Ah, so. Dann mache ich Stream. Jetzt
Das habt ihr, glaube ich, in PM schon mal gesehen. Also man kann mit diesen Listen auch so ähnliche Sachen machen wie mit Observables. Hier gibt es auch so Sachen wie Map oder Flatmap oder Filter und so. Das ist aber nur rein für Listen oder für Collections generell. Und diese Observables, die sind immer für Datenflüsse. Hier mache ich jetzt Map und zwar möchte ich Render für oder Render, also wir nennen das mal Render Item, für jedes Element aufrufen und dann mache ich ToList, um das wieder in eine Liste umzuwandeln. Render Item muss eine neue Methode sein, die nicht generisch ist, sondern ich glaube, die muss ein Node zurückgeben. Jetzt habe ich eine Methode und da kann ich jetzt meine Implementierung für jedes einzelne Listenelement machen, um das darzustellen. Das hier oben reicht schon. Wie gesagt, man könnte das jetzt optimieren. Man muss nicht immer, wenn sich ein Benutzer ändert, die gesamte Liste neu rendern. Man kann das auch machen, indem man sich die neuen anguckt oder die Indizes, die sich geändert haben und dann hier ganz spezifisch Children von dieser Liste aufruft, von dieser VBox. Das könnt ihr entscheiden. Wenn ihr irgendwann Performance-Probleme habt, müsst ihr das vielleicht optimieren. Das kann man auch ziemlich gut verallgemeinern für alle möglichen Arten von Listen. Aber ich habe es jetzt fürs Erste so gemacht, weil es in einer Zeile geht. So, einen einzigen User rendern. Da kann ich mir jetzt überlegen, wie will ich einen User darstellen. Ach, was weiß ich. Vielleicht wollen wir das mit Avatar machen? Können wir mal. Oder vielleicht nicht. Alle nicken, weil keiner weiß, wie man den Avatar benutzt in dem Server. Okay, gut. Dann werde ich den mal hier hinzufügen. Ah, da ist er schon. Dann machen wir das mal mit Avatar. Dann brauche ich eine V-Box, eine H-Box. Und in dieser H-Box möchte ich gerne einmal eine Image-View für den Avatar haben. Hier mache ich jetzt ein Image rein. Und jetzt bekommt dieses Image eine URL. Und bestimmt habt ihr in der Server-Doku schon gesehen, dass diese URL, dieser Avatar ein URL ist. Und da kann ich einfach den Avatar reinmachen. So einfach. Was sagt er jetzt? Required Type Element, was ist das für eine Image View? Ah, die ist von Swing, habe ich falsch importiert. Das will ich nicht. Immer aufpassen, welche Image View man sich importiert. So, dann brauche ich vielleicht ein Label, wo der Username drin steht. Und in das gleiche Label kann ich eigentlich auch reinschreiben, ob der gerade online ist oder nicht. Also User.name plus User-Status. Und dann mache ich hier auch wieder so ein bisschen Spacing. Avatar View und Username. Das war's schon eigentlich. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Wir müssen natürlich hier in den Login-Controller reingehen. Hier oben uns einen Provider für den Lobby-Controller holen. Ob man da jetzt Provider hinten dran schreibt oder nicht, ist eigentlich egal. Kein Komma. Und wenn das hier geklappt hat, möchte ich diesen alten Code jetzt mir mal wegmachen und stattdessen app.show-lobby-controller.get machen. Okay. Das probieren wir jetzt mal aus. Jetzt sagt er, hier geht irgendwas nicht. Warum? Weil der Lobby-Controller keine Inject-Annotation hat. Nochmal. Jetzt melde ich mich hier an. Und ich kriege eine Exception. Na toll. Null Pointer. URL must not be null. Ja gut, ne, ich hatte auch schon mal gesagt, oder in der Server-Doku steht, es hat nicht jeder User hat einen Avatar. Da mache ich das jetzt mal wie folgt. If user avatar null, dann gebe ich nur dieses Label zurück. Dann wird der halt nicht angezeigt. Aber wenn wir so weit schon gekommen sind, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann wird das jetzt wahrscheinlich hoffentlich funktionieren. Malformed URL. Unknown Protocol Class Path. Was habt ihr denn da für Sachen abgespeichert? Keine Ahnung, was ihr da gemacht habt. Wenn da einer die Image URL abgespeichert hat, das ist bestimmt falsch. Also wenn da Class Path drin steht, dann kann man das so nicht laden. Da muss ich jetzt mal gegensteuern. Wo ist denn hier? Verdammt, hier. Äh,
Ich nehme jetzt mal nur die mit dieser Data-Sache hier. So. Aha. Da hat irgendjemand einen super coolen Avatar gemacht, sich. Gibt es hier noch mehr? Es sind inzwischen schon ganz schön viele User. Schön, dass ihr so super viele da gemacht habt. Aber wir sehen auf jeden Fall, einer von denen hat jetzt einen Avatar. Hier steht auch ganz oft offline dahinter. Ist irgendjemand online hier? Sehe ich jetzt gerade keinen. Ist auch nicht so schlimm. Das wird natürlich jetzt noch nicht live aktualisiert. Wenn jetzt jemand sich neu anmeldet, seinen Benutzer löscht oder seinen Online-Zustand ändert, dann wird das nicht geändert. Und damit wir das machen können, brauchen wir einen WebSocket. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Ich werde jetzt auch mal hier vielleicht so ein... Ja gut, das zeige ich euch auch mal. Also ne, hier gibt es ja Map bei diesem Stream. Hier kann man auch Filter zum Beispiel machen. Ich zeige jetzt mal nur die Leute an, die wirklich einen Avatar haben. Dann sehen wir vielleicht auch ein paar interessantere Leute. Okay, also hier mit diesen Data-Geschichten hat das vielleicht noch nicht funktioniert. Da müsst ihr dann einen eigenen Händler schreiben. Manche URLs, also hier hat es komischerweise funktioniert, bei manchen irgendwie nicht. Müsst ihr dann gucken, was das für Gründe hat. Jedenfalls, das geht auch. Ich mache jetzt das mal, ich werde das jetzt mal committen. Wir sind auch irgendwie die ganze Zeit auf dieser komischen Branch. Wie machen wir das mal? Wir bleiben da einfach. Egal. Lobby. In der Zeit sind wir auch ziemlich gut. Dann können wir jetzt weitermachen. Nämlich mit dem WebSocket. Dafür brauchen wir ganz viele Dinge. Der ist nämlich einigermaßen kompliziert. Generell ist das mit den WebSockets in Java ein bisschen kompliziert. Da gibt es nicht so schöne Bibliotheken für. In der Webentwicklung zum Beispiel, da kann man so ein WebSocket ganz einfach anlegen. Da kann man das schon eingebaut in dieses RxJava machen. Wir müssen uns da jetzt so einen komischen Client-Endpunkt und sowas definieren. Und das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell, indem ich das hier mir aus meiner Musterlösung kopiere. Genau, also dieser Client-Endpoint, der sieht wie folgt aus. Ich lege mir ein neues Package an. Das nenne ich WS, Client-Endpoint. Das ist das Package geworden. So Mist. Nochmal neu. So. Hier füge ich jetzt mal alles ein, was ich von hier kopiert habe. Das ist nämlich jetzt ein ganzer Haufen voll. Erstmal sagt er hier, Package fehlt. Wir brauchen nochmal eine neue Dependency. Die hole ich mir auch nochmal von hier. Das sind eigentlich nicht nur eine, sondern gleich 5 Dependencies aus Gründen. Wie gesagt, in Java WebSockets zu benutzen, ist kompliziert. So, da haben wir die mal hin. Hier braucht man irgendwie diese WebSocket-API. Man braucht anscheinend dann nochmal eine JSON-API aus irgendwelchen Gründen. Dann braucht man hier so einen Tyrus, das ist die Implementierung von dieser WebSocket-API, die uns automatisch bereitgestellt wird. Und wenn wir das alles haben, dann können wir hier nochmal importieren. Und dann sind diese Klassen verfügbar. Hier steht jetzt der Package-Name schon direkt in der Annotation mit drin. Das hat einfach nur den Grund, dass diese Klasse genauso heißt wie meine Klasse. Wenn ihr die anders nennt, dann müsst ihr das nicht machen. Jetzt gibt es hier eine Session, die muss ich mir merken, von java.x.webSocket. Und es gibt hier ein paar Message-Handlers. Außerdem gibt es hier so einen komischen Container und so einen Container-Provider und so weiter. Das könnt ihr alles übernehmen. So eine ähnliche Vorlage hatten wir mal in PM. Und hier werden dann mehrere Annotations nochmal benutzt, um zu definieren, was davon ist jetzt, welche Methoden sind für welche Ereignisse zuständig. Zum Beispiel, wenn der WebSocket geöffnet wird mit einer Session, dann wird die hier gespeichert. Wenn der geschlossen wird, wenn eine Nachricht reinkommt oder ein Error, wenn der reinkommt. Wenn eine Nachricht reinkommt, dann möchte ich gerne meine Message-Handler benutzen. Die sind ja hier. Und die verarbeiten erstmal nur Strings. Grundsätzlich kann ein WebSocket eigentlich Strings verschicken. Jetzt ist es nur zufällig bei uns genauso, dass diese ganzen Nachrichten immer alle JSONs, JSON-Strings sind. Also die kann man immer als JSON nochmal einlesen.
Genau, dann brauche ich halt natürlich Methoden, um diesen Message-Handler hinzuzufügen und zu entfernen. Methode, um eine Nachricht zu senden, die alles so kopieren und um diesen Webserver zu schließen. Und keine Ahnung, wofür das hier ist. Damit haben wir jetzt so den Client-Endpunkt. Jetzt könnte man ihn vielleicht schon benutzen. Der Client-Endpoint selber, den kann man nicht injecten, aber wir kriegen den irgendwo her. Nämlich, den legen wir gleich an in der anderen Klasse und die kann man injecten. Wir brauchen nämlich jetzt noch einen Event-Listener. Und auch hier haben wir wieder zwei Ebenen. Also dieser Client-Endpoint, der kümmert sich um diese Kommunikationsebene mit dem WebSocket. Der kümmert sich darum, ich verbinde mich mit einem WebSocket und über diesen WebSocket sende ich die allereinfachstmöglichen Daten, nämlich Strings. Darüber haben wir eine Ebene, die dafür zuständig ist, so ein bisschen Daten auf höherer Ebene zu übertragen und auch sich diesem Server-Datenformat anzupassen, was hier oben beschrieben ist, unter WebSocket. Das ist sehr beschränkt, was der Server hier schickt und auch was der von euch verlangt. Also hier ist alles beschrieben, man kann sich subscriben, man kann sich unsubscriben. Ich glaube, ich werde einfach mal dieses Scrollen unterlassen und werde ein bisschen darauf achten, dass ich euch die Sachen noch mal eine Sekunde länger zeige, damit ihr alles lesen könnt. Okay, also wir brauchen einen Event-Listener. Den kopiere ich mir hierher. Und dieser Event-Listener ist auch wieder ein Singleton. Wir wollen in unserer Anwendung nur einen einzigen WebSocket aufmachen und den für alles teilen, beziehungsweise eine einzige Verbindung für den WebSocket zum Server. Das hat verschiedene Gründe, warum man das so macht. Der größte davon ist eigentlich, dass man den Server nicht mit unnötigen Verbindungen überlastet. Das kommt aus der Webentwicklung, wo auch dieser WebSocket erfunden wurde. Und da gibt es von einem Browser zum Beispiel das Limit, dass man nur 8 WebSockets aufmachen kann von einer Seite. Und wenn man schon nur 8 haben kann, dann kann man auch nur einen haben. Also man kann auf jeden Fall nicht unendlich machen. Und deswegen haben wir auch nur einen davon, einen Singleton. So, der braucht auf jeden Fall Token Storage, weil wir das Token auch übergeben müssen. Der braucht diesen Object Mapper, den wir von dem Jackson haben. Und der braucht natürlich den Client Endpoint. Den Client Endpoint legt er selber an. Jetzt ist natürlich mal wieder IntelliJ gecrashed bei mir. Das ist ja großartig. Auch jetzt werde ich wieder hier den Report submitten, um die richtig schön zu nerven alle. Und brauche natürlich auch wieder mein Demo-Projekt auf dem anderen Bildschirm. So, okay. Wir waren hier im Event-Listener. Genau, der Client-Endpoint, warum ist jetzt der Import weg? Das weiß keiner. Weil hier die Klasse falsch, das Package falsch benannt ist. Wir brauchen später auch noch eine neue Klasse, oder eigentlich brauchen wir die jetzt schon, die heißt Event. Und zwar in der Server-Doku steht schon, Events sind immer in diesem Format, die haben einen Namen, Bezeichner und die haben Daten, also Data. So sieht auch ein Event aus. Und hier steht immer, worum geht es eigentlich gerade? Und in Data steht immer, was bekomme ich gerade für Daten geschickt. Trotz meiner schlechten Übertragung sind jetzt ganz schön viele Kameras aus. Mach die mal wieder schön an. Damit ich sehen kann, ob mir alle zuhören. Oder ob überhaupt jemand was mitbekommt vor lauter Lag. Hier müssen wir jetzt wieder unsere URL eintragen. Ich hatte die vorher in der Umgebungsvariable, jetzt habe ich sie da nicht mehr. Die kopiere ich mir jetzt einfach hier aus dem Modul raus. Ihr macht die dann natürlich schön in eine Umgebung, in eine Konstante. Nämlich diese hier. Und zwar auch, aufgepasst, das ist jetzt nicht mehr API. Wir sprechen nicht mehr mit der API, sondern wir sprechen jetzt mit dem WebSocket. Deswegen WSV1. Und steht hier eigentlich noch das Events dran? Ich hoffe es mal. Sonst hätte das da vorher nicht gestanden. Hier steht es, WSV1 Events. Hier übergibt man dann das Token. Bitte? Geht's wieder? Ja, also es hängt immer ein bisschen hinterher. Ja, das ist okay. Aber es ist auf jeden Fall wieder einigermaßen smooth. Hier übergeben wir das Token.
Das heißt, wir können auch diesen WebSocket übrigens nur öffnen, wenn wir einen Token schon haben. Man kann den überhaupt gar nicht vorher verbinden. Und das hat einfach nur den Grund, dass man auf diesem WebSocket auch nur die Daten empfangen kann, die einen selber was angehen. Man kann da keine Privatnachrichten von anderen Benutzern lesen oder Nachrichten in irgendwelchen Gruppen oder Spielen, wo man kein Mitglied ist. Das ist alles abgesichert dahingehend und deswegen muss man sich da bei diesem WebSocket auch anmelden mit dem Token. So, hier brauchen wir jetzt das Event. Dieser Event-Listener, der funktioniert so, es gibt hier eine Listen-Methode, die ich benutzen kann und hier übergebe ich ein Pattern. Und dieses Pattern, das ist hier beschrieben, es gibt, man kann die auf verschiedenste Weise anlegen mit Platzhaltern und sich somit entweder für ein ganz bestimmtes Event anmelden für Updates von diesem Event oder für eine ganze Reihe von Events mit Dingen, die man vielleicht noch nicht kennt. Zum Beispiel könnte man hier lauschen, immer wenn sich irgendwas an irgendeinem Game ändert, kann man dieses Event empfangen. Und das Pattern würde ich hier übergeben. Also wechseln auf dem Browser ist schlecht, das kommt da gerade nicht klar. Okay, ich soll keine Anwendung wechseln, super toll. Na gut, ich brauche noch diese Klasse Event, die packe ich mir jetzt mal hier. Wo kommt die hin? Die kann man in DTO machen. Also das ist ein Record, das heißt Event. Und das hat immer einen Namen, also Event. Und das muss generisch sein und irgendeine Art von Daten enthalten. Deswegen hier dieses T. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit generischen Typen gearbeitet habt. Ich glaube, in Algorithmen und Datenstrukturen hat man die schon mal gesehen. Ich gehe davon mal aus, dass ihr die benutzen könnt. Aber das ist auch wirklich nur hier die einzige Stelle, wo ihr die in der Anwendung braucht. Normalerweise findet man die eher dann so in irgendwelchen Libraries oder so, in zum Beispiel so Collection Library. Wir wollen nämlich hier für dieses Listen, das ist typisiert, deswegen gebe ich hier auch eine Klasse zurück. Und damit kann ich dann signalisieren, ich möchte gerne Events von einem bestimmten, mit einem bestimmten Muster erhalten und die sollen aber auch, die Daten, die da drin stehen, von denen erwarte ich auch, dass sie einen bestimmten Typ schon haben, also zum Beispiel User. Und dann kann ich die typsicher auch auslesen, diese Events. So, jetzt benutze ich hier observable.create. Das ist so eine Eigenheit von RxJava. Damit kann man ein eigenes Observable erstellen. Und zwar, dieser Code, der hier drin steht, der wird auch nur dann ausgeführt, wenn ich irgendwo subscribe mache. Das habe ich, glaube ich, hier bei dem Controller auch noch nicht gesagt. Wenn man dieses subscribe hier vergisst, wird unter Umständen diese Anfrage überhaupt gar nicht losgeschickt. So ähnlich wie wir bei diesem Call von Retrofit immer Execute oder Enqueue machen mussten, muss man bei den Observables immer einen Subscribe haben. Wenn man das vergisst, passiert einfach nichts. Und genauso ist es hier auch, wenn ich hier auf dieses Observable, was mir das Listen zurückgibt, wenn ich da kein Subscribe drauf mache, dann passiert gar nichts. Dann wird nicht mal dieser Code hier ausgeführt. Gut, so, was macht das jetzt? Okay, das stellt erstmal sicher, dass das hier geöffnet ist, dieser WebSocket, das passiert hier. Indem es halt, wenn notwendig, diesen Endpoint anlegt. In dem Moment, wo man das hier macht, wird tatsächlich diese Verbindung zum Server aufgebaut. Wenn man sich einen Event-Listener holt und dann nichts anmeldet, dann wird keine Verbindung aufgebaut. Dann schickt er ein Event an den Server, nämlich namens Subscribe. Und die Daten sind dieses Pattern. Man kann hier über diese Send-Methode irgendwas verschicken, irgendein Objekt. Und ich benutze hier immer diesen Mapper, und mit WriteValueAsString kann man dieses Objekt immer über unseren JSON-Converter in einen JSON-String umwandeln. Mit den Einstellungen, die hier in dem Modul getroffen wurden, also auch diese Dinge hier. Der wird zum Beispiel keine Properties mit in das JSON reinschreiben, die null sind, weil hier diese Einstellung getroffen wurde. Okay, und dann macht er SendMessage und hier halt auch als String. Ich hatte schon gesagt, dieser Endpoint, der arbeitet nur mit Strings, nicht mit irgendwelchen anderen Dingen. Genau, hier oben waren wir. Also der schickt erstmal diese Anfrage, ich möchte gerne an den Server und informiert ihn darüber, dass er gerne sich für folgende Events interessiert. Dann brauchen wir hier ein Pattern. Das hat einfach den Grund, dass wir hier jetzt gleich so einen Händler übergeben mit AddMessageHändler. Und dieser Händler, der wird immer aufgerufen, wenn irgendeine Nachricht reinkommt. Mit dem Subscribe kontrollieren wir nur, inwiefern der Server einschränkt, welche Nachrichten uns geschickt werden.
Und dass wir, aber ob diese Nachricht jetzt auch zu dem Listen, was wir hier benutzen wollen, passt und ob die auch zu diesem Typ passt, den wir hier erwarten, das müssen wir selber nochmal überprüfen. Und dafür gibt es hier dieses Pattern. Und wie das genau funktioniert, könnt ihr euch mal vielleicht mal überlegen, muss ich jetzt nicht genau darauf eingehen. Der wandelt eigentlich nur dieses Pattern hier in den regulären Ausdruck um und also das Event-Pattern und den regulären Ausdruck benutzt er dann, um das einzuschränken. Hier kommt dann nämlich irgendwann diese Nachrichten, die ankommen, werden dann hier an diesen Consumer übergeben. Und hier mache ich dann erstmal so ein Retrie. Das ist eigentlich nur, nimm mir mal, also dieses Event-String ist ja immer ein JSON-String. Und mit Retrie kann ich diesen JSON-String in ein JSON-Node umwandeln. Das ist so eine Art dynamisches Objekt, womit ich halt mir diesen JSON auch inspizieren kann, ohne dass ich den in irgendwas Konkretes umwandle. Zum Beispiel kann ich den fragen, gib mir mal das Event, wandle das in den String um und dann weiß ich, was da in diesem Event drin steht. Ich wechsle jetzt nochmal auf den Browser und warte einfach den kurzen Moment. Komisch, also ich schreibe es vielleicht mal hier hin. Also dieses Event, das wird dann irgendwie so ein String sein wie games. Dann irgendeine ID und dann created. Also so sieht so ein Event aus. Und wenn ich das Pattern nehme, games.stern.stern, dann wird dieses Pattern hier mit dem Event übereinstimmen. Nach diesem Regex hier. Das überprüfe ich nämlich hier mit Matches. Könnt ihr auch so übernehmen. Könnt ihr euch einfach mal vor Augen führen, wie der reguläre Ausdruck das macht. Aber könnt ihr euch den ja mal hier dann im Debugger angucken, aber ist jetzt nicht so wichtig. Wenn das wirklich übereinstimmt, dann weiß ich, dieses Event, was ich bekommen habe, das ist vom Typ T, den ich hier übergeben habe. Zum Beispiel vom Typ User. Und dann möchte ich tatsächlich mal in diesen Tree anhand von dem Mapper umwandeln in dieses Datenobjekt. Nämlich geht das so. Also ich nehme mir hier erst dieses NodeGetData und das wandle ich in diesen Typ um anhand von dem Mapper mit der Methode. Wenn ich das gemacht habe, kann ich noch ein Event-Objekt anlegen und das an den Emitter übergeben. Und in dem Moment, wo ich das hier tue, wird auf der anderen Seite von dem Observable dann das Subscribe aufgerufen mit diesem Event. Und das kann ich mir dann gleich angucken. Genau, hier füge ich den Händler hinzu. Und dann muss man bei diesem Emitter nochmal definieren, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich den wieder abmelde. Also was soll eigentlich passieren, wenn ich meinen Observable wieder unsubscribe? Also das hatte ich vorhin schon gesagt, man kann so Observables unsubscriben, weil einen einfach die Daten, die da kommen, nicht mehr interessieren. Und wie dieses unsubscribe funktioniert, das muss ich hier definieren mit setCancelable. Oder mit setDisposable. Ich glaube, es ist cancelable. Wenn das passiert, mache ich RemoveEventHandler. Den Consumer habe ich mir ja hier gemerkt. Und dann kann ich hier in dem Endpunkt so einen Remove-Message-Händler machen, um den wieder abzumelden. An den Server sende ich das unsubscribe, dann ist auch der Server nicht mehr damit überlastet, mir irgendwelche Events zu schicken, die mich nicht mehr interessieren. Und außerdem, wenn dieser Endpunkt überhaupt gar keine Message-Händler mehr hat, das heißt, es ist überhaupt nichts mehr angemeldet dort, dann kann ich ihn auch wieder zumachen, dann wird sogar der Websocket beendet. Damit spart man sich dann halt einfach diese Verbindung direkt, die ganze Zeit aufrechtzuerhalten. Okay, so viel zu dem Event-Listen. Noch Fragen dazu? Ansonsten benutzen wir den jetzt gleich. Und zwar in dem Lobby-Controller. Nun war dieser Event-Listener ja hier oben injectable und ein Singleton. Das heißt, ich kann den auch problemlos hier in dem Lobby-Controller injecten. Event-Listener. So, jetzt mache ich wieder Bind. Und jetzt benutze ich den hier. Jetzt muss man sich überlegen, möchte man erst den Websocket verbinden oder erst die Anfrage losschicken? Ich behaupte, es ist egal, weil in beiden Fällen die Ergebnisse davon zu unterschiedlichen Zeitpunkten und zwar nicht genau in der Reihenfolge ankommen. Also meistens macht man dann den hier unten hin. Jetzt kann ich hier Listen machen. Was interessiert mich? Eigentlich alle Änderungen an irgendwelchen Games. Also games.stern.stern. Wenn ich zum Beispiel eine In-Game-Ansicht habe und irgendein bestimmtes Game mich interessiert, dann würde ich hier von irgendwoher so eine String-ID haben und dann würde ich die hier so reinschreiben.
weil mich ja wirklich nur die Änderungen an diesem einen bestimmten Spiel interessieren. Da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr nicht zu viele Änderungen in euren Controller immer lauscht, weil das hat auch immer Performance-Probleme. Immer wenn ihr irgendwelche Händler registriert, also irgendwelche Listener registriert, deren Ergebnis euch eigentlich nicht interessiert, dann bezahlt ihr da den Preis, diese Events immer wieder zu parsen und so. Und das irgendwann macht sich das bemerkbar, wenn die ganze Zeit Leute irgendwelche Games aktualisieren und ihr diese Aktualisierung jedes Mal in eurem In-Game-Screen irgendwie schon lauscht, dann merkt ihr das irgendwann, dass das Spiel dann nicht mehr richtig responsiv ist. Hier will ich jetzt aber alle möglichen Games lauschen und ich weiß, dass die Ergebnisse, die hier kommen, nee, warum eigentlich Games? Mich interessieren ja die Users. Die Ergebnisse, die hier kommen, sind immer User. Jetzt mache ich hier Subscribe. Jetzt stellt man sich die Frage, macht man das auch eigentlich hier auf dem JavaFX-Thread? Die Antwort ist ja, deswegen brauchen wir auch wieder dieses Observe-Run. Ich hätte das längst in eine Konstante packen können, habe ich aber noch nicht gemacht. Jetzt ist es auch zu spät dafür, ist auch egal. Hier mache ich jetzt das Subscribe hin. Da kriege ich dann ein Event. Und jetzt kann ich das Event fragen, was ist eigentlich passiert. Nämlich zum Beispiel wie folgt, wenn das, ne, hier muss man auch, also das heißt beides Event, das eine Event ist das Objekt, das andere Event ist der Name davon. Hier heißt es jetzt halt Event. Wenn dieser Name davon mit created endet, dann wurde ein neuer User angelegt. Dann könnte ich zum Beispiel hier bei meiner Users-Liste machen, users.addEventData. Okay. Das gleiche kann ich machen, wenn das Event gelöscht wurde. Wenn der User gelöscht wurde, dann sage ich halt users.remove. Aber jetzt muss man aufpassen. Das User-Objekt, was hier in EventData steht, das ist ja ein anderes Objekt, wie das, was vorher schon in meiner Liste lag. Diese Objekte haben ja keine eigene Identität oder so, sondern da stehen ja nur Daten drin. Und um jetzt das Richtige zu löschen, muss ich RemoveIf benutzen. Und U ist jetzt das ein Element, was in meiner Liste steht. Und ich will jetzt gucken, ob dieses Element der gleiche ist wie das, was hier in meinem Event kommt. Das überprüfe ich, indem ich u.id equals EventDataID. Soweit klar. Also aufpassen, man kann hier nicht einfach, man könnte denken, man könnte users.remove und dann einfach diesen User übergeben, aber der ist da noch gar nicht drin. Also den kann man nicht removen, wenn er da nicht drin ist. Genau das exakt das gleiche Objekt. Deswegen so. Und dann gibt es noch den Fall, dass dieses Event mit updated endet. Dann muss ich halt wieder irgendwie gucken, ja, wo kriege ich den her? Ich glaube, ich weiß nicht, Index of gibt mir nur das. Replace all könnte man hier zum Beispiel machen. Also so habe ich das immer gemacht. Das ist performancemäßig zwar irgendwie ein bisschen Mist, weil das streng genommen dann irgendwelche Objekte ersetzt mit sich selbst. Aber für unsere Zwecke ist das okay. Das ist nicht schlimmer als das, was wir hier unten machen. Und zwar immer wieder die ganze Liste rendern, wenn jemand sich verändert hat. Also hier auch wieder u equals event data id. Übrigens hier, also das sehe ich auch ganz oft, dass Leute diesen gleichen Aufruf irgendwie 20 Mal in die gleiche Methode reinschreiben. Und tut euch doch den Gefallen und macht hier eine Variable draus. Hier gibt es auch replace all. Und dann schreibt er hier oben halt hin User. So, und jetzt kann ich immer User schreiben statt event.data. Das ist nicht nur kürzer, sondern auch leichter verständlich. Dann weiß ich immer, es geht um den User und nicht um irgendein abstraktes Datenfeld. Also wenn die übereinstimmen, dann will ich den neuen User nehmen, ansonsten den alten. So funktioniert das Replace hier. So, das müsste schon gewesen sein. Jetzt zeige ich euch das doch mal vielleicht mit dem Debugger. Wir haben noch ganz viel Zeit.
Während die Anwendung jetzt startet, muss ich mir irgendwie überlegen, wie aktualisiere ich jetzt irgendeinen Benutzer, um so einen Event zu triggern. Ich würde das jetzt wieder über den Browser machen, auch wenn das anscheinend bei uns kameratechnisch schwierig zu zeigen ist. Tatsächlich habe ich jetzt hier ein anderes Problem, Incorrect Scheme in WebSocket Endpoint. Ich sehe auch den Fehler. Das liegt hier. WebSocket URLs beginnen nicht mit HTTP oder HTTPS. Hier muss stehen WSS. WS für WebSocket, das zweite S für Secure. Dieser Fehler kam übrigens eben auch erst in dem Moment, wo ich in den Lobby-Screen gelandet bin, weil auch in dem Moment erst die Verbindung aufgebaut wurde oder zumindest es versucht wurde. So, jetzt bin ich hier. Ich habe keinen Fehler direkt bekommen. Die Anwendung komischerweise funktioniert aber. Nur der Browser nicht. Das ist ja komisch. Gut, dann triggere ich jetzt von hier einfach irgendein Update. Da muss ich mich kurz anmelden. Hier. Und zwar werde ich jetzt mal hier bei dem User namens String. Der wird mir hier angezeigt. Der ist jetzt im Moment online. Ich ändere den jetzt einfach mal auf offline. Und dann sehen wir da die Änderungen. Vielleicht könnte ich auch den Benutzernamen davon ändern. Will ich aber nicht. Deswegen mache ich das mal mit dem Online-Status. Prinzipiell würde das auch funktionieren, wenn ich da einen Image anzeige. So, hier. Also der Status soll jetzt offline werden. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Es hat nicht funktioniert. Mist. Jetzt habe ich das im Debugger gestartet. Habe ich. Irgendwas hat hier nicht geklappt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu debuggen, weil, naja, ich habe hier Subscribe gemacht. Das ist schon mal wichtig. Einer der Fallstricke, den man gerne vergisst. Dann habe ich hier das Listen gemacht. Hier könnte ich jetzt mal gucken. Zum Beispiel könnte ich mal hier einen Breakpoint hinsetzen. Beende das mal. Übrigens an der Stelle nochmal was zu dem Remember Me. Ich glaube, alle von euch hatten so ein Remember Me irgendwo in ihrer Anwendung. Es macht natürlich total Sinn, sowas zu haben, schon alleine, um das besser testen zu können. Jedes Mal, wenn ich hier jetzt was debugge und mich da anmelden muss, dann sitze ich hier und muss meinen Benutzernamen und mein Passwort abtippen. Und das nervt mich einfach nur, wenn ich das 20 Mal machen muss und immer noch nicht mein Problem gefixt habe. Deswegen hilft so ein Remember Me oder generell so eine Möglichkeit, da zu landen, wo man direkt hin will, immer enorm. Das hat funktioniert, das ist gut. Ensure Open tut gerade irgendwas. Das hat auch funktioniert. Send hat auch funktioniert. Jetzt kann ich mir auch mal dieses Pattern angucken. Diesen regulären Ausdruck. Der sagt jetzt, okay, Users, gefolgt von einem Punkt, gefolgt von alles, was kein Punkt ist, noch ein Punkt und nochmal irgendwas, was kein Punkt ist. So liest man ja diesen regulären Ausdruck. Und jetzt müsste ich eigentlich, hier mache ich Add Message Handler, eigentlich würde ich gerne irgendwann hier landen. Dafür muss ich dieses Event jetzt nochmal losschicken. Unauthorized, sagt er. Das ist ja komisch. Moment. Ihr müsst auch hier generell aufpassen. Also dieses Access Token, das hat nur eine Gültigkeit von einer Stunde. Die habe ich jetzt definitiv noch nicht überschritten, aber in eurer Anwendung kann das gut mal passieren. Das Spiel, wenn ihr das später spielt und wenn man das in ordentlich spielt, kann mal gut und gerne eine Stunde dauern. In der Zwischenzeit wird irgendwann dieses Access-Token ablaufen. Da müsst ihr euch dann natürlich überlegen, wie stelle ich sicher, dass das aktualisiert wird korrekt. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, warum ich meinen eigenen User nicht aktualisieren kann. Hier, jetzt hat das geklappt. Jetzt hat er auch hier diesen Breakpoint ausgelöst. Also ich habe jetzt hier dieses Event-String erhalten. Hier steht NoOp drin.
Der Server schickt auf den WebSocket immer mal so ein NoOp-Event. Das könnt ihr getrost ignorieren. Hier ist jetzt das Event, was mich wirklich mal interessiert. Das ist dieses Event, wo drin steht User mit der ID von dem User, mit dem ich mich angemeldet habe, wurde geupdatet. Und hier steht dann der User selber nochmal drin. Hier ist dann nochmal die ID, hier steht der Name, hier steht der Avatar. Der schickt euch also immer das ganze Objekt, also auch die Sachen, die sich nicht geändert haben. Das heißt, ihr müsst nicht mal so darauf achten, dass ihr irgendwelche Daten da teilweise aktualisiert, sondern ihr könnt den ganzen User austauschen. So, jetzt gehe ich weiter. Hier kann ich das nochmal mir holen, dieses Event-Name. Der Regex hat das auch gematcht und das konnte auch dekodiert werden zu einem User. Hier ist er. ID, Name, Status und Avatar. Und jetzt wird hier onNext aufgerufen und eigentlich müsste ich dadurch irgendwo landen. Bin ich aber anscheinend nicht. Das ist ja komisch. Doch, hier. Das wurde ja asynchron gemacht und wo ich hier gerade war in dem Debugger, während das ausgeführt wurde, das war in einem anderen Thread, als wo ich hier bin. Deswegen hat es jetzt erst noch diese NoOp-Nachricht und dann diese Nachricht hier verarbeitet. Und jetzt macht er hier, geht er wahrscheinlich hier in diesen Fall rein und macht hier Replace All. Und dann müsste hier unten irgendwie was stehen. Aber irgendwie ist das leer. Das ist ja komisch. Das mit dem Debug hat jetzt voll lange gedauert, deswegen starte ich die Anwendung einfach mal neu und gucke, was dann passiert. So. Also String ist jetzt gerade offline, der User. Jetzt mache ich hier mal wieder online. Und jetzt haben wir sogar gesehen, der ist online gegangen. Also das hat sich tatsächlich geändert. Der Avatar ist jetzt schwierig zu ändern. Den Namen will ich jetzt auch nicht ändern, aber wir haben das an dem Online jetzt gesehen. Wenn sich irgendwas davon ändert, dann ändert sich hier, wird erstens die ganze Liste aktualisiert, hier in meinem Fall, dank dieser Zeile. Und da gehört natürlich auch dazu, dass dieses eine Element aktualisiert wird, wo der drinne stand. Damit habe ich jetzt meinen Lobbybildschirm dynamisch gemacht. Ich kann auf Events vom Server lauschen und mitbekommen, wenn sich da irgendwas ändert und darauf reagieren und meine Oberfläche aktualisieren. So einfach. Okay, das committe ich jetzt mal, das lösche ich mal wieder. Feed, Event Socket oder Event WebSocket and Dynamic Users. So einfach ging das. Okay. Was haben wir jetzt als nächstes? Wir haben jetzt den WebSocket, wir haben jetzt die Lobby, wir haben jetzt super cool mit RxJava gearbeitet, wir haben jetzt Observables, vom letzten Mal haben wir noch Retrofit und Dagger. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Auf diese Art und Weise könnt ihr eure gesamte Anwendung irgendwie implementieren. In der Anwendung selber habt ihr jetzt von mir erstmal keine weiteren Sachen, die ich euch an die Hand lege. Alles andere müsst ihr jetzt selber hinbekommen, durch Anwendung von den Sachen, die ich euch gezeigt habe. Was jetzt aber noch komplett fehlt, was wir völlig außer Acht gelassen haben, sind Tests. Wie gesagt, ne, Test First machen wir ja hier irgendwie nicht. Das müssen nicht in dem Tutorial, ihr könnt das trotzdem machen, wenn ihr möchtet. Aber ich zeige euch jetzt nochmal, wie man das richtig schön ordentlich macht. Vor allem unter dem Hintergrundgedanken, dass wir ja für alles, was wir testen wollen, zum Beispiel auch immer mit dieser Dependency Injection arbeiten müssen. Ne, zum Beispiel, wenn wir den Login-Service testen wollen, müssen wir irgendwie die Dependencies von dem in dem Test bereitstellen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt noch. Zumindest fangen wir damit an. Den Rest davon werde ich dann nächsten Dienstag noch zeigen. Heute mache ich mal nur die Basics vielleicht. Und zwar machen wir heute einen Test für den Login-Service. Dafür gehe ich mal hier in den Service-Ordner, gehe wieder auf den Login-Service und mache hier auch wieder diesen Spaß mit dem Create-Test, weil das so schön einfach ist. Und außerdem möchte ich einen Test für die Login-Methode erstellen. So, das habe ich vorbereitet. Das ist nämlich sehr einfach. Ihr müsst aufpassen, es gibt verschiedene Arten von Tests. Wir machen jetzt einen Service-Test. Das ist ein Unit-Test. So nennt man das auch. Und Unit deswegen, weil wir eine einzelne Einheit unserer Anwendung testen. Eine einzelne Einheit ist in dem Fall
der Login-Service, vielleicht sogar nur die Login-Methode. Also man könnte sagen, hier, das hier ist ein Unit-Test für die Einheit Login. Es gibt auch andere Arten von Tests. Es gibt auch Integration-Tests und es gibt Functional-Tests oder auch End-to-End-Tests. Und die letzteren beiden, die kennt ihr vielleicht unter dem Namen UI-Tests. Die machen wir dann wahrscheinlich nächste Woche, da komme ich heute nicht mehr zu. Die funktionieren prinzipiell ein bisschen anders als diese Service-Tests, weil diese Service-Tests halt in Isolation funktionieren sollen. Also dieser Login-Service-Test, der soll jetzt funktionieren, ohne dass ich irgendeine Serververbindung aufbaue, ohne dass ich irgendeine Oberfläche habe oder so, sondern ich will nur diesen Login-Service testen und nichts anderes. Und wenn man das so macht, dann kann man eigentlich auch immer genau identifizieren, wo irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Ich weiß nämlich, wenn dieser Test hier fehlschlägt, dann muss das Problem oder die Änderung, die das verursacht hat, diesen Fehler, muss in dem Login-Service vorhanden sein, weil ich ja nichts anderes hier benutze und auch von nichts anderes abhängig bin. Und wenn man das auch mit den Controllern zum Beispiel macht, kann man auch immer genau identifizieren, wo ist dieser Fehler jetzt entstanden, welche Änderungen hat das ausgelöst. Und wenn man davon ausgeht, dass jeder Controller zum Beispiel von einem Entwickler gemacht wird, dann weiß man auch sofort, welcher Entwickler zuständig ist, das zu fixen. So, wir brauchen erstmal wieder eine neue Dependency und die heißt Mockito. Das ist diesmal nur eine. Genau. Und die fügen wir hier oben bei unseren ganzen Test-Dependencies hinzu. Das ist Mockito für JUnit Jupyter. Da muss man aufpassen, es gibt das auch für JUnit 4. Wir wollen das für JUnit 5, also hier JUnit Jupyter heißt das, benutzen, weil das alles neuer ist und auch leichter zu benutzen ist. Letztes Jahr hat Sepp das so ähnlich gezeigt, der hatte auch Mockito benutzt, aber für JUnit 4, und da war das mit dem Mocking und so noch so ein bisschen anders. Da war das ein bisschen, ja, musste man ein bisschen mehr tippen. Hier kann man schöne Annotations und so benutzen. Das ist irgendwie cooler. Okay, wir brauchen als erstes hier eine Annotation Extend With. Und das heißt Mockito Extension. Danach können wir nämlich, wo ist denn das jetzt hin? Hier. Folgende Annotations benutzen. Wir brauchen als erstes einen Spy. Da müsst ihr euch vielleicht mal die Doku von Mockito durchlesen. In Mockito gibt es zwei verschiedene Arten von, sowas wie eine Vorlage oder so für Objekte. Das ist einmal ein Spy. Damit kann ich ein Objekt erstellen, was sich zwar so verhält wie ein anderes Objekt, aber ich kann auf das so ein bisschen ausspionieren. Ich kann zum Beispiel jetzt fragen oder erwarten, dass das bestimmte Methoden aufgerufen wurden, und das geht mit diesem Spy. Und ausspionieren möchte ich einen Token Storage. Ich möchte einen ganz normalen Token Storage mir geben lassen, der sich auch einen Token merken kann, aber ich möchte halt mitbekommen, wenn zum Beispiel jemand die GetToken oder SetToken Methode aufruft. Dafür Spy. Dann gibt es noch Mock. Und ein Mock ist eine Möglichkeit, ein Objekt vorzugaukeln. Also ich kann ein Mock erstellen und dann kriege ich etwas, was sich so ähnlich verhält wie ein, was ist es hier, ein Auf-API-Service, aber eigentlich gar keiner ist und auch gar nicht sich so verhält wie einer. Ich kann es nur so benutzen wie einen. In Wirklichkeit passiert mit dem aber nichts. Wenn ich zum Beispiel hier auf dem Auf-API-Service jetzt irgendwas aufrufe, zum Beispiel Login, dann passiert im Hintergrund nichts, beziehungsweise es wird null oder so zurückgegeben. Es wird vor allem keine Serveranfrage losgeschickt, weil wo kommt denn das eigentlich her? Auf jeden Fall nicht von dem Retrofit, weil wenn ich das Retrofit benutzen wollte, müsste ich ja hier dieses Retrofit.create auf API-Service machen. Das Ding kommt über die Mock-Annotation, wird mir das von Mockito bereitgestellt. Es erzeugt irgendwie auf magische Art und Weise ein Objekt vom Typ auf API-Service. Und zuletzt möchte ich noch eine dritte Annotation benutzen, die heißt Inject Mocks. Und die spielt jetzt super gut zusammen mit unserer Dependency Injection. Hier kann ich mir nämlich jetzt einen Login-Service erstellen. Und durch dieses Inject Mocks wird tatsächlich eine Instanz von Login-Service angelegt. Aber durch das Inject nimmt das hier diesen Konstruktor und übergibt diese anderen beiden Dinge, wovon ich nur so ein Fake-Objekt mir habe erstellen lassen. Beziehungsweise so ein Objekt, worauf ich spionieren kann.
Hier muss ich auch nichts schreiben. Ne? Also das funktioniert auch einfach so. Hier muss ich nicht nochmal schreiben, gleich New Login Service. Weil das ist ja wieder nervig. Ich will ja nur eigentlich nur das haben, was ich haben will. Nur das aufschreiben, was ich haben will. Und nicht, wie ich das bekomme. Das ist ja der ganze Sinn von der Dependency Injection. Immer nur deklarativ angeben, was will ich haben. Wie ich das bekomme, kümmert sich wer anders drum. Okay, jetzt kann ich hier das Login ausprobieren. Jetzt benutzen wir nochmal ein Feature von diesem Mockito, nämlich von diesem Mock. Es ist noch nicht definiert, wie verhält sich eigentlich dieser Auf-API-Service, wenn ich darauf eine Methode aufrufe. Zum Beispiel, indem ich eben Login-Service.login mache. Das Login hier ruft ja das Auf-API-Service.login auf. Das ist aber nicht implementiert. Das würde hier eine Null-Pointer-Exception werfen. Deswegen muss ich hier sagen, wie möchte ich für diesen Test vorgaukeln, wie sich das verhalten soll. Dafür benutze ich die Methode when von Mockito. Wenn jemand auf api-service.login aufruft mit einem beliebigen Objekt, da kann man schreiben any, aus der Klasse Argument Matchers, dann möchte ich zurückgeben ein Observable, einen bestimmten Wert. Normalerweise würde dieser Adapter von dem Retrofit zu RxJava würde mir dieses Observable bereitstellen. Jetzt bin ich aber dafür zuständig, das anzulegen. Und deswegen benutzen wir auch Observables und nicht Call, weil ein Observable kann man ganz einfach anlegen, nämlich mit observable.just. Das ist einfach nur ein Observable, wo ein einziger Wert drin liegt. Wenn ich Subscribe mache, kriege ich den Wert. Das hat nichts mit irgendwelchen anderen Threads zu tun, das läuft vollkommen synchron. Das ist einfach nur ein Wert in ein Observable geschafft, als würde ich einen Wert in eine Liste packen. Und was gibt eigentlich dieses, das gibt zurück ein Login-Result. Also muss ich hier, damit das überhaupt typ-kompatibel ist, muss ich hier ein Login-Result zurückgeben. Da kann ich mir jetzt irgendwas ausdenken. Zum Beispiel die ID nehme ich jetzt mal 1, den Name ist jetzt mal einfach nur N, das Access-Token ist A. Damit ich die unterscheiden kann, nehme ich verschiedene Buchstaben. So, jetzt möchte ich Login machen. Und es gibt in RxJava nicht nur diese Subscribe-Methode, womit ich das asynchron mir einen Callback hinterlegen könnte, sondern es gibt auch eine Möglichkeit, das direkt synchron mir ein Ergebnis zu holen. Und das heißt Blocking First. Blocking First. Blocking extra deswegen, weil das den aktuellen Thread blockiert. Anders würde das natürlich nicht gehen, dass ich mir das Ergebnis hole, synchron. Das packe ich mir in eine Variable und das ergibt mir ja hier dieses Result. Hier muss ich was übergeben. Der Username ist egal, da nehme ich jetzt mal N, Passwort nehme ich P. Ich will ja nicht irgendeinen konkreten Fall jetzt testen, ich will einfach nur ein Beispiel haben, um diesen Service vor allem zu testen. Jetzt kann ich sagen assert equals. Ich erwarte, dass das Ergebnis n ist und frage das Ergebnis. Warum soll das n sein? Ja, weil ich ja hier in diesem Login dieses Map habe und das LoginResult.name mache. Und das LoginResult ist ja das hier und hier steht n drin. Also ich erwarte von dem LoginService.login, dass er mir immer den Username zurückgibt. So war jetzt meine Anforderung an diese Login-Methode. Ihr könnt da natürlich auch irgendwas anderes erwarten, wenn die anders implementiert ist. Außerdem, und jetzt kommt eigentlich die tatsächliche Logik ins Spiel, die ich hier versuche zu testen. Ich möchte ja, dass wenn jemand die Login-Methode aufruft, dass auch dieses Token in den Token-Storage geschrieben wird. Und deswegen habe ich das bei benutzt. Weil jetzt kann ich sagen, assert equals, das Access-Token ist ja A, habe ich ja hier oben definiert. A. Und ich möchte, dass das auf jeden Fall in dem Token-Storage-Get-Token drin steht. Weil ich ja von dem Login-Service erwarte, dass er das da reinschreibt, nachdem das Login erfolgreich war. Und jetzt möchte ich außerdem noch sicherstellen, der könnte das ja jetzt, wenn ich das so schreibe, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Test First, wo man normalerweise den Test schreibt und dann die Implementierung so schreibt, dass die genau diesen Test erfüllt. Jetzt könnte ja dieses Login auch einfach nur N zurückgeben und Token Storage Z-Token machen. Wir wollen aber außerdem noch sicherstellen, dass das auch tatsächlich hier diesen Auf-API-Service benutzt. Und deswegen mache ich jetzt Verify. Und zwar, ich möchte sicherstellen, dass der Auf-API-Service
Login aufgerufen bekommen hat mit einem Login-DTO mit Username und Passwort. Dieses Login-DTO gehört auch so ein bisschen zu der Logik hier von der Login-Methode, weil es es hier anlegt. Und dass es das auch wirklich angelegt hat und nicht von irgendwo hergenommen hat, das überprüfe ich jetzt hier an der Stelle, indem ich das mit Verify mache. Okay. Das heißt, wenn ich dieses Mockito benutze, sage ich am Anfang immer mal, wie verhalten sich meine Mocks? Zumindest nur eingeschränkt darauf, auf die Methoden, die mich wirklich interessieren. Hier muss ich natürlich jetzt nicht die Logout-Methode definieren, weil ich ja weiß, dass das Login die sowieso nicht benutzt. Dann mache ich irgendeinen Aufruf. Dann rufe ich irgendwie die Methode auf, die ich testen will. Überprüfe erstmal das Ergebnis und dann kann ich noch irgendwelche Nebeneffekte überprüfen. Optimal ist es natürlich immer, wenn eure Services irgendwelche, die Implementierung pur ist. Pure Funktionen bedeuten, die haben keine Nebeneffekte. Das kann man aber nicht immer sicherstellen. Manchmal will man das auch gerade nicht, weil hier wollen wir ja gerade, also das ist ja explizit gefordert, dass dieser Login-Service das Token abspeichert. Und deswegen will ich das auch überprüfen hier an der Stelle. Und am Ende überprüfe ich dann auch nochmal so Bedingungen wie, ich möchte sicherstellen, dass jemand die Methode aufgerufen hat. Jetzt kann ich das machen. Jetzt kann ich das ja mal ausfüllen. Dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und während ich das mache, zeige ich euch gleich nochmal die Code Coverage. Und zwar in IntelliJ könnt ihr das auch mit Coverage ausführen. Das geht hier. Da braucht man, glaube ich, ein extra Plugin. Das findet ihr aber bestimmt. Das mache ich jetzt mal. Dann führt er diesen einen Test mit Coverage aus. Hier zeigt er jetzt an, okay, hier gibt es irgendwie meine Packages. Die meisten davon haben 0% Coverage, manche davon aber nicht. Zum Beispiel Login Service hat ganz viel Coverage, weil das habe ich ja gerade getestet. Definitiv wurde der Konstruktor, der wurde von dem Mockito aufgerufen und Login habe ich selber gerade aufgerufen. Token Storage wurde auch völlig abgedeckt, weil ich das ja gemockt habe. Weil ich das mit Spy gemacht habe. Ne, es wurde trotzdem eine tatsächliche Instanz von diesem Token Storage, das sich genauso verhält, angelegt. Aber ich konnte zusätzlich dann den noch überprüfen, ob der Dinge tut. Die Coverage bei dem Auf-API-Service ist jetzt 100%, weil der überhaupt gar keine ausführbaren Methoden hat. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber hier ist ja keine Implementierung, hier gibt es keine Zeilen, die man ausführen könnte. Diese Implementierung wird euch von Retrofit bereitgestellt normal und zum Testen ist das natürlich ideal, weil jede Klasse, die keine Coverage hat, hat automatisch 100% Coverage und die müsst ihr nicht nochmal extra testen. Und es wäre natürlich, also wenn ihr das müsstet, wenn ihr diesen Auf-API-Service zum Beispiel mit Unirest implementiert hättet, dann hättet ihr den ja irgendwie testen müssen. Nun ist es aber ziemlich schwierig, den zu testen, wenn ihr euch nicht mit dem Server verbinden dürft. Weil ihr dieses Unirest zum Beispiel nur ganz, ganz schwer mocken könnt. Das ist wirklich schwierig, weil das eben alles static ist, was die machen. Und deswegen auch nochmal übrigens der Hinweis, kein Static zu benutzen, weil man dann vor allem halt diese Sachen immer mocken und überprüfen kann. Dieses Spy bei dem Token Storage, das hätte nicht funktioniert, das hätte ich einfach nicht hinbekommen, wenn ich dieses Token in der globalen Static nicht Final Variable abgelegt hätte. Das hätte einfach nicht funktioniert. Aber ich habe das hinbekommen, dass das so gemacht wird und so konnte ich das vernünftig testen. Jetzt ist die Zeit auch schon um. Nächste Woche zeige ich euch dann, wie man diese Tests auch für Controller macht. Ihr könnt jetzt das hier schon mal an sich benutzen, um so einfache Services zu testen. Es gibt in den Services aber, wie wir schon gesehen haben, normalerweise nicht so extrem viele Sachen, die man testen muss. Das hier ist sowas, was man immer mal machen kann. Also eigentlich diese Zeile und die hier unten. Das geht eigentlich bei jedem Service. Dann überlegt ihr euch halt auch einfach so einen Beispielrückgabewert für so eine API-Service-Methode und testet dann einfach und stellt sicher, dass diese zum Beispiel der User-Service auch wirklich mit find-all hier den User-API-Service aufruft. Ob man dafür jetzt unbedingt hier so ein Ding anlegen müsste, keine Ahnung, muss vielleicht nicht sein. Irgendwie erreicht man hier die Coverage auch.
Aber bei sowas hier wie bei dem Login, wo wirklich nochmal irgendwas passiert, wo man wirklich auch sicherstellen will, dass dieses Tokensdeutsch sich verändert, da macht es dann wirklich Sinn, einen Test zu machen. Macht es eigentlich Sinn, einen Logout-Service anzulegen oder kann man das mit in den Login-Service rein? Ja, an sich kann das hier auch mit rein. Dann hätte ich den vielleicht nicht Login-Service genannt, sondern Auf-Service oder so. Auch hier gilt wieder, man kann ungefähr diese Services nach der Server-Doku, nach den Kategorien da benennen. Dann gibt es einen User-Service, dann gibt es einen Auf-Service, einen Game-Service. Und dann haben die alle trotzdem weniger als 5 Methoden. Das ist absolut okay. Gut, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Ich bin nämlich jetzt fertig. Wie jedes Mal, keiner hat eine Frage. Sehr schön. Ja, dann, okay. Dann verabschiede ich mich von euch, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dann.